Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu einem... Hi Siri. Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video-Unboxings-Video. Der letzte Adventskalender war ja ein bisschen aufwendiger. Wir mussten Tricks lernen und lesen. Deswegen halten wir es heute richtig simpel und trinken Bier. Mit dem Bier-Adventskalender wird jeder Tag zu einem tollen Spaß für die ganze Familie. Wenn Papa mal wieder sein Adventskalendertürchen aufmacht. Ich habe diesen Kalender in den Kühlschrank bekommen, obwohl der riesengroß ist, falls ihr das sehen könnt. Mein Kühlschrank ist ja groß genug. In diesem Adventskalender befinden sich 24 Biere aus verschiedenen Ländern. Ganz klassisch für diesen Test natürlich ein Weinglas, so wie man Sachen auch probiert. Ich glaube, Annie the Duck hat immer ein Weinglas. Falls das jetzt kopiert ist, entschuldige ich mich. Vielleicht bin ich auch durch sie inspiriert. I don't know, aber ich dachte, ein Weinglas ist die beste Art, das zu probieren. Und falls ihr euch fragt, was mit den restlichen Bieren passiert, später kommen noch ein paar Freunde vorbei und die werden auf jeden Fall in Abfluss gekippt, weil wir spielen nur Uno und trinken nicht. So Leute, die Weihnachtszeit beginnt und wir haben richtig Bock auf ein schönes, kühles, blondes. Beginnen wir mit Türchen Nummer 1. Oh mein Gott, was könnte da bloß drin sein? Ist es etwa ein Bier? Oh, una cerveza. Una cerveza, por favor. Dieses Bier kommt aus Mexiko. Ich war dieses Jahr auf Mallorca, deswegen weiß ich, was Cerveza heißt. Weil ich so international bin. Gut, machen wir das mal auf, gell? Ja, okay. Ich rieche, auf jeden Fall rieche ich das Glukosesirup. Es ist Freitag. Und Ende! Saufen! Prost! Ich weiß nicht, ob es an der Flasche liegt, weil sie mich an Corona erinnert, aber sie hat so dieses, ja, irgendwie das, was man erwartet, wenn man in so einem warmen Urlaub ist. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Kommt auf die gute Seite. Es ist ein gutes Bier. Wir müssen aber noch 24 andere Biere probieren. Deswegen, vielleicht werde ich nach dem 10. Bier besser im Beschreiben. Clean your palate and your glass. Tür Nummer 2. Ich bin ehrlich mit euch. Das ist hier einfach eine billige Ausrede zum Saufen. Drink responsible. Oh, Sarajevsko kommt aus. Achso, falls ihr die Biere kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls es aus eurem Homeland ist. Oh nee, Homeland ist was anderes. Zu Hause, Wurzeln. Ihr wisst. Bosnien und Herzegowina. Ich glaube, ich habe noch nie Bier aus Bosnien getrunken. Man trinkt ja meistens Bier aus Deutschland oder aus Tschechien. Hi, Kelly. Oh, das riecht ganz anders. Wann ist das jetzt zu so einer Bierverkostung geworden? Das riecht malziger. Oh, nee. Ich würde sagen, manchmal schmeckt Bier säuerlich. Und das ist so ein Bier, das schmeckt schon irgendwie säuerlich. Bisschen wie Berliner Weiße, aber nicht so doll. Schmeckt wie so ein Bier, was man gut mit Fruchtsaft oder so mischen kann. Ja, der Profi hat gesprochen. Bier Nummer 3. Boah, ich freue mich schon, wenn die Leute heute Abend kommen. Weil ich der allercoolste Gastgeber bin, weil einfach jedes Bier aus anderen, also weil einfach 24 verschiedene Biere auf sie warten. Tür Nummer 3. Oh, das ist ein dickes Ding, doch. Huh, Heid. Ihr werdet euch jetzt aufregen. Es ist Brewed in Korea. Das muss man doch safe mit Soju trinken. Pale Lager heißt Korean Beer. Koreanisches Chunk-Bier. Wasser, Gerstenmalz, Maisstärke, Hopfen. Es ist ja auch immer das gleiche drin, ne? Man braucht die Ingredients gar nicht sehen. Dann probieren wir jetzt mal das koreanische Bier. Was? Das kommt wirklich aus Korea. Da bin ich mal gespannt, was sie im Land von BTS sich so reinsaufen. Schöne Farbe. Riecht nach Schinken. Nee, nicht nach Schinken. Blumig irgendwie, aber das kann ja gar nicht sein. Hm. Ich glaube, meine Meinung zu koreanischem Bier ist ein bisschen voreingenommen, weil, nun ja, ich liebe alles, was aus Korea ist. I love it. Ja, okay, ist eine 10. Tür Nummer 4. Ishnusa. Ich wollte erstmal Inuyasha lesen. Lest ihr auch Inuyasha? Mein Kopf sagt irgendwie, da steht Inuyasha. Anima Sada. Anime-Bier. Woher kommst du? 4,7%. Ich gucke ganz ehrlich nicht auf die Prozentzahl. Was ist koreanisches Bier? 4,3. 4,5. In Bosnien muss man es nicht hinschreiben, oder was? 4,9. Okay, das... Birechnusa ist eine italienische Bierbrauerei mit Sitz in Assemini auf Sardinien. Aha. Das ist ein Bier aus Sardinien. Inuyasha. Die Reinheit. Sieht gut aus. Sardinien-Bier.
Prost, ihr Bitches. Sorry. Nee, nee, für das Bier würde ich mich, glaube ich, nicht nochmal entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Wollen wir eigentlich eine Wette abschließen, ob ich noch betrunken werde oder ob ich es aushalte? Türchen Nummer 5. Oha, das sieht bayerisch aus. Birra Moretti, Ricotta Originale. Bäh. Moin. Dass ihr aber auch immer schreiben, seit wann sie das Bier braut. Seit 1859. Ja, wo ist Moretti? Ah, ist wieder ein italienisches. Warum muss ich denn immer googeln, wie das Land heißt? Moretti, sie haben ihren Sitz in Pulein. Pulein, in Italien. Leute, das werdet ihr nicht glauben. Das gehört zur Heineken Group. Ich glaube, mittlerweile gehört jedes Bier zu irgendeiner riesen Biermarke. Italienisches Bier. Ich habe italienisches Blut, das wird passen. Oh, das hat ein sehr viel goldigeres Aussehen als die anderen. Die anderen waren eher so gelbgold und das ist so goldgold. Der Duft ist sehr angenehm und weich. Sehr malzig riecht es. Girl! Hammer. Wow. Ja, man muss auch dazu sagen, ich mag so ein bisschen diese Biere. Dieses ganz leichte Schinkenaroma haben. Wenn ihr noch nicht Bier getrunken habt, dann wisst ihr nicht, wovon ich spreche. Das ist aber auch okay so. Es ist sowas, ja, ein bisschen Räucher. Wie so ein Räucherschinken. Sehr gut. Nikolaus, welches Bier kriegen wir am 6.? Komm, raus! Alter, das ist hier eine Geburt. Okay, ein Minuspunkt von diesem Adventskalender ist auf jeden Fall, dass das Bier nicht rauskommt. Ah, press das Kind raus! So gut gemacht. Guck mal hier, das ist dein Kind. Saigon. Aus. Ratspiel. Vietnamesisches Bier. Kelly ist gerade für den WWF in Vietnam. Also falls ihr ihre Reise begleiten wollt oder abchecken wollt, was sie da so macht, dann folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram und so und checkt mal ab, was sie da tut. Vietnamesisches Bier. Ich finde es so schön, dass sie sich irgendwann alle einig waren, so okay, wir zeigen auf jeden Fall, schwanger darf man das nicht trinken. Ja, 4,9%. Die Vietnamesen wissen, wie man säuft. Also das ist bis jetzt das goldigste Bier. Ich finde es schön, wie ich immer... Ich nehme alles ernst, ne? Ich kann hier Putzlappen-Adventskalender aufmachen. Und ich werde es ernst nehmen. Angenehmer Duft, ein bisschen säuerlich. Schmeckt mir gar nicht. Das ist wieder viel zu sauer. Ja, ich würde es sauer nennen. Das finde ich aber auch bei Wein und Bier. Ich finde, das muss immer so sehr mild schmecken und weich und so. Dass das nicht so ein aggressiver Geschmack ist. Nummer 7. Ah, oh, das ist... Hör mal, Junge, das ist doch ein Wildschwein. Cool. Woher kommst du? Nur echt mit dem Keiler. Ach, ein Keiler ist das. Ein Keiler, der ein Bier trinkt. Ist das nicht lustig? Lol. Aus Würzburg. Ein deutsches Bier. Hör mal, das würde aber sowas von gut schmecken. Prost. Schwenken, damit die Kohlensäure rausgeht. Mit edlen Hopfen. Ich spiele Stardew Valley, da habe ich auch gerade Bier gemacht. Ich weiß, dass man Hopfen für Bier braucht. Ja, die Deutschen halt, ne? Ist ein super Bier. Habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Das Keiler-Bier. Gutes Geschmackserlebnis. Ich war aber auch noch nie so richtig im Süden von Deutschland. Also ich war schon mal in München und in Stuttgart, aber ich habe mich noch nie so richtig mit dem Süden beschäftigt. Okay, Leute. Nummer 8. Ich glaube, dieser ganze Adventskalender ist komplett plastikfrei, was mich sehr glücklich macht nach dem letzten Adventskalender. Und sowieso haben ja Adventskalender immer sehr viel Plastik. Deswegen... Sehr gut. Unicorn-Bier? Licorn. Biere de Spezialité. 6%. Die anderen haben alle so 4 oder 4,9. Das ist ein Schwarzbier. Jetzt wird hier mal die Party ein bisschen aufgeschmissen. Woher kommst du? Frankreich. Wo sind meine Franzosen? Oh, das ist ein Schwarzbier doch. Das ist dunkel. Das Unicorn hat mich auf jeden Fall schon überzeugt. Oh ja. Ja. Ich mag einfach so dunkle Biere. Also, das wird heute auf jeden Fall getrunken. Ich finde das Design auch irgendwie voll cool. Was ist denn los mit den Franzosen? Einhornbier. Nummer 10. Sagres. Sagres kommt aus Portugal. Hallöchen. Portugal, ich weiß noch nicht viel über dich. But show me your beer. Oh, das ist ein bisschen dunkler. Dunkles Gold, würde ich sagen. Wir sind noch nicht bei Bier. Doch, das ist das 10. Bier. Ja. Ich habe gesagt, ab Bier Nummer 10 bin ich Beschreibungsprofi. Also, dunkelgoldene Farbe. Duft gefällt mir gar nicht. Erinnert mich an, auch an Schinken, aber an nicht guten Schinken. Das mag ich nicht. Oh. Uiuiui. Nee, die Portugiesen, macht mal weiter Pastel de Nata. Ich habe das Gefühl, dieses Bier kann sich nicht entscheiden, was es ist. Ich glaube, das ist mein Problem. Das könnt ihr euch auch fürs Leben merken. Entscheidet euch, wer ihr sein wollt.
und steht dazu. Dieses Bier ist wie ich mit 13. Ich wollte alles sein und war somit nichts richtig. Mal gucken, ob Bier Nummer 11 schon aus der Pubertät draußen ist. Ah, gutes Efes. Wir lieben Efes. Türkei. Nicht so gutes Thema zurzeit, aber Türkei. Efes. Ich hatte aber lange kein Efes mehr. Also in Berlin kauft man das eigentlich an jedem Späti, kriegt man's. Aber ich habe mich lange nicht für ein Efes entschieden. Oha. Für meine türkischen Zuschauer würde ich jetzt gerne sagen... War's lecker. Aber es ist nicht so mein Ding. Ich mochte aber auch nicht dieses grüne Usul-Sprite-Ding. Ich dachte nämlich, das schmeckt so ein bisschen wie Sprite. Und es schmeckt halt wie Bubblegum-Soda. Fand ich auch nicht so lecker. Sorry. Dafür mag ich aber Baklava. Und Döner. Hä? Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe die 9 vergessen. Ist aber auch okay für ein Bier-Adventskalender-Video. Ich bin noch nicht betrunken. Schreibt mir jetzt gar nicht in die Kommentare, oh, du bist schon betrunken. Ich habe einfach nur die 9 vergessen, okay? Nummer 9. Würzig, frischer Geschmack. Wickhühler. Woher kommst du? Aus Dortmund. Pilztradition seit 1887. Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz? Das schreiben wir aber definitiv drauf. Seit wann unsere Brauerei schon existiert. Ein gutes Wickhühler, Leute. Das gönne ich mir jetzt. Oh, sehr helle Farbe. Sehr, sehr hell. Das ist ein richtig kühles Platinblondes. Ne? Okay. Prost. Oh, aber dafür, dass es so hell ist, hat es einen sehr starken Geruch. Überhaupt nicht schüchtern. Wow. Ich habe irgendwie gedacht, ja, würzig, frischer Geschmack. Es schmeckt echt würzig. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Nummer 12. Boah, ey, wir sind jetzt erst bei der Hälfte angekommen. Okay, ich kann nicht garantieren, dass ich nicht betrunken bin am Ende. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Ganz exotisches Bier. Ein Heineken aus Holland. Ne, Amsterdam. Ja, Heineken kommt aus Holland. 100% natürlich, darum das Grün. Na komm, seit wann gibt's euch? 1873. 5%. Das ist auch ein stärkeres. Kennt ihr noch den Song von Samy Deluxe? Ja, es ist ein bisschen goldiger als das davor. Ein sehr neutraler Geruch. Komisch. Ich habe Heineken noch nie im Vergleich zu anderen Bieren getrunken. Ist lecker. Okay, ich muss ehrlich sein. Ich dachte, ich kann dieses Video in einem Zug durchdrehen und 24 Biere probieren. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich weiter trinke, könnte es sein, dass ich in den nächsten Minuten halt wirklich betrunken werde. Wir sind jetzt bei der 12 angelangt. Ich mache hier jetzt erstmal Pause. Ich muss es morgen oder so weiterdrehen. Ja, meine Gäste können ruhig die 12 Bier trinken und dann ist auch gut. Die anderen Biere werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Also ich denke, morgen wird es dann auf jeden Fall online kommen. Das war Teil 1. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich weiß, dass sich einige da draußen bestimmt wünschen, dass ich jetzt weiter trinke und schön betrunken in der Kamera rumlalle, aber das möchte ich nicht machen. Das habe ich mir auch gedacht, dass ich 24 Biere probieren kann. Wart ihr schon mal bei einer Weinverkostung oder Bierverkostung? Man wird einfach betrunken. Es ist so. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis morgen.